ein kleines, kompaktes Reisebügeleisen, damit das hier nicht mehr passiert und schön glatt aussieht. Ich würde sagen, lasst uns das Reisebügeleisen Homeever nach dem Intro mal genauer unter die Lupe nehmen. Ab geht's. Ahoi und herzlich willkommen auf meinem schwimmenden YouTube-Studio. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck. Ich nehme Produkte immer genauer unter die Lupe. Und heute geht es um das Amazon Bügeleisen. Auf jeden Fall sehen meine Kragen immer gern so aus. Meine Hemden sind verknickt. Und damit ich unterwegs auch ein Bügeleisen habe, macht sowas natürlich Sinn. Die Rezensionen dafür sind durchschnittlich sehr gut. Wir haben ein kleines, kompaktes Reisebügeleisen, das 35 Euro kostet. Ich habe euch den Link auch unter dem Video in die Infobox mit reingepackt, aber erstmal sollten wir das checken. Hiervon gibt es noch eine Variante in Lila, die kostet allerdings 40 Euro. Zum Reisebügeleisen dazu gibt es ein Transportsäckchen, damit das ordentlich auch in der Tasche verstaut ist. Außerdem so eine Platte, wo man das ganze Bügeleisen reinstellen kann. Hier unten haben wir einen Knopf, hier oben gibt es On und Off. Haptik ist gut, Optik ist gut. Hier ist so eine Art Klavierlack drauf, so sieht das aus. Ein schönes, vernünftiges Kabel, das wirklich dick ist. Und checken wir mal ganz kurz die Länge. Da hat mal jemand mitgedacht, 2,30 Meter. Oft sind die viel zu kurz bei solchen Geräten. Der Hersteller verspricht Bügeln ohne Wasserflecken. Wir haben hier hinten einen Tank, der hier auch einrastet und hängen bleibt. Hier passen 100 Milliliter rein, sollte man Deziliter Wasser nehmen. Warum? Sonst verkalkt das Gerät, ist ganz klar. Bei uns in der Gegend haben wir hervorragendes Wasser, das heißt, ich brauche kein destilliertes Wasser. Ich fülle den Tank hier mal ein bisschen auf. Die Öffnung könnte ein bisschen größer sein. Trocknen wir das Ganze mal ein bisschen ab und gucken, ob der Tank ausläuft. Ne, der Tank ist wirklich dicht. Hier ist so eine Art Ventil. Da wird nachher das Wasser rausgesogen. Und ob das funktioniert, schauen wir jetzt mal. Zuerst einmal Strom. Normaler Strom, 230 Volt. Geht auch in Amerika. Amerika hat, glaube ich, 110 Volt. Aber der Hersteller sagt auf jeden Fall, mit Adapter geht es auch in Amerika. In unserem Fall aber 230 Volt. So, dann schieben wir den Wassertank hinten rein. Zack. Gucken jetzt einmal kurz, ob hier irgendwas ausläuft. Nein, das ist alles dicht. Den Schalter auf On. Hier vorne fängt es rot an zu leuchten. Das Ganze dauert 40 Sekunden, bis es aufgeheizt ist. Hier war erst nur rot. Jetzt ist hier ein blaues Lichtlein mit angegangen. Von daher denke ich mal, dass wir hier betriebsbereit sind. Der Tank von 100 Milliliter ist natürlich nicht sehr groß. Das muss man sagen, ist ein Reisebügeleisen. Von daher braucht man nicht so viel Kapazität. Man macht nicht einen ganzen Wäschekorb voll, sondern ein, zwei Teile. Und damit kann man jetzt 6 Minuten arbeiten. Ah, wir sehen schon, da kommt schon der Dampf. Wird das hier unten heiß? Ja, das wird heiß. Ja, das funktioniert sehr gut. Hier unten wird es heiß, 160, 130 Grad ungefähr. Und das ist, sieht so ein bisschen aus wie so eine Anti-Haff-Beschichtung. Wir können damit Wäsche im Hängen, Dampfbügeln oder eben natürlich ganz normal auf dem Tisch. Mit oder ohne Dampf. Dampf kommt immer, wenn man hier den Knopf drückt. Ist dann egal, ob man es zur Seite oder nach unten hält. Das funktioniert einwandfrei. Was ich auf jeden Fall sehe oder feststelle, ist, dass wir hier keine Tropfen haben, die runterkommen. Manchmal hat man das bei Bügeleisen, dass hier die Tropfen unten raussabbern. Das hat man hier definitiv nicht. Es hat eine schöne kompakte Größe, also das ist meine Hand, damit ihr ein Beispiel habt. Es ist sehr leicht, es wiegt 870 Gramm. Ich würde sagen, machen wir den Bügelcheck. Ich hoffe, die Tischdecke kann das ab. Als Unterlage kann man natürlich im Hotel die Matratze nehmen. Ich nehme jetzt hier mal die Rückenauflage von meiner Sitzecke hier. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir dieses Hemd hier gebügelt bekommen. Machen wir erstmal hier so grob in der Mitte. Ich hoffe, man erkennt die Falten, die hier drin sind. Und würde ich sagen, probieren wir erstmal das Trockenbügeln. Ich bin jetzt keine gelernte Hausfrau oder sowas, die das kann. Also meine Frau macht das wirklich perfekt. Und wenn ich da auch perfekt mit umgehen würde, dann wäre das natürlich super. So, also wir haben schon mal kein Wasser, was hier mit rauskommt. Der Stoff wird relativ glatt. Ich denke mal, mit Dampf haben wir noch ein besseres Ergebnis. Probieren das Ganze hier vorne einmal mit Dampf. Jo, das sieht viel besser aus. Also wir haben ja auch keine Wassertropfen oder irgendwas drauf. Das hat man ja gerne mal. Das stinkt auch nicht nach Plastik. So, ich würde sagen, wir haben ein schönes Bügelergebnis. Gucken wir mal kurz die Unterlage an. Ist hier Feuchtigkeit durchgegangen? Nein. Also das mit dem Dampf passt wirklich gut. Machen wir als nächstes mal den Kragencheck. Was ein bisschen nervt, das kann man allerdings abmachen, ist dieses Ding hier. Oh, ich habe das früher mal geliebt, wenn meine Mutter gebügelt hat.
das zu riechen, das war irgendwie immer schön. Für einen Mann gar nicht so schlecht, oder? Also auch hinten schön glatt, tolle Geschichte. Jetzt müssen wir natürlich den Test machen. Man soll Kleidung hiermit auch hängen, bügeln können, allein durch den Dampf. Ist aber liegend mit Druck natürlich immer schöner in meinen Augen. Jetzt wollen wir noch mal gucken, der Hersteller verspricht, dass hier nichts anbrennt. Das heißt, wir können das Bügeleisen draufstellen und wir haben hinterher kein Loch drin. So, und das wollen wir noch mal testen. Ihr seht, Bügeleisen ist an. Wir stellen es jetzt mal drauf. So. Und dann wollen wir mal abwarten. Ich würde sagen, wir warten eine Minute und dann können wir mal gucken, was da passiert. Also so die Form finde ich super. Wir haben vorne diese Spitze, wo wir auch noch mal so bei den Knöpfen rumarbeiten können. Dieser Nippel hier. Wir haben wirklich schön langes, dickes, vernünftiges, solides Kabel. Also nicht irgendwie so ein China-Billigkram. Der Dampf kommt zügig. Man muss sagen, dass der Tank klein ist. Ist aber ein Reisebügeleisen und dafür, dass man dann 6 Minuten mal eben schnell die Unterhosen glatt ziehen kann, ist es eine super Geschichte. Verarbeitung ist wirklich mega top, aber hier passiert nichts. Hier passiert nichts. Also das ist ein richtig cooles Teil. Wir hören noch zwischendurch das Thermostat klicken. Die Temperatur ist erreicht. Und dann heizt es wieder auf. Dann hört man das Thermostat wieder klicken. Aber hier unten passiert nichts. Also wir kriegen hier wirklich kein Loch drin. Das Einzige, die Stelle ist warm und glatt. Ja, soweit also top. Das Wasser kann man, denke ich, mal drin lassen. Hier läuft nichts aus. Von daher hat man keine Klärerei im Koffer oder sonst irgendwas. Wir werden den Stecker jetzt nochmal rausziehen. Auf die Station stellen, ganz wichtig. Sonst ist die Tischdecke nachher wellig. Dann räumen wir das Kabel ein. Dank dem Klettverschluss können wir das Ganze hier platzsparend zusammensetzen. Müssen wir ein bisschen abkühlen lassen, bevor wir das in den Transportsack mit reinpacken. Also das Reisebügeleisen kann ich das Teil hier definitiv empfehlen. Außerdem für Junggesellen oder Familien, die nicht oft bügeln. Heutzutage bügelt man nicht mehr alles. Man bügelt nicht die Socken, man bügelt nicht die Unterhosen, so wie Mutter das früher gemacht hat. Da gibt es schönere Dinge, die man tun kann. Aber wenn man mal eben los will, sein Hemd schnell bügeln, hat man ein Bügeleisen, was nicht viel Platz wegnimmt und gut arbeitet. Und vom Preis her kann man da nicht meckern. So, mittlerweile ist es abgekühlt. Das heißt, wir können es in den Transportsack reinpacken. Hier muss ich sagen, der ist gut dimensioniert. Das heißt, wir haben das nicht wie beim Schlafsack, dass man sich wundert, wie man das da wieder reinkriegen soll, sondern das passt hier wirklich wie angegossen. Wer sich also für solch ein Dampfbügeleisen interessiert, der kann gerne mal unter dem Video in die Infobox reingucken. Ich habe euch das verlinkt. Von mir gibt es 5 von 5 Punkten. Das Ding arbeitet wirklich super, ist gut verarbeitet. Preis-Leistung stimmt auch. Warum Lila jetzt teurer ist, weiß man nicht genau. Und ansonsten tolles Teil. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Infobox reinguckt. Dann könnt ihr selber mal den Preis checken, ob das noch aktuell ist oder ob es günstiger geworden ist. Und ein Abo dürft ihr auch da lassen. Euer Paul Kramer vom Videocheck. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Bis morgen. Ciao.